Hallo zusammen. Vor ungefähr 3 Monaten, da habe ich ein Video aufgenommen, und zwar zu dem mittlerweile sehr bekannten AG1. Und habe relativ viel dazu gesagt. Das Video werde ich auch mal verlinken. Und habe das 3 Monate jeden Tag eingenommen, habe dann danach aber auch damit aufgehört. Und vor einigen Wochen, da ist ja das neue Social Network von Facebook, Threads erschienen in Europa endlich offiziell, nachdem ich meinen Account ein paar Monate nicht mehr nutzen konnte. Und da hat jemand ein Bild gepostet und dann dachte ich, das sieht ja aus wie AG1, aber es ist kein AG1. Und dann habe ich herausgefunden, es gibt einen neuen Konkurrenten zu AG1 und das auch noch aus Europa, was natürlich mega cool ist, wenn man gerade mal aus diesen ganzen Perspektiven sieht von den Lebensmittelbehörden, die ja in Europa und in den USA teils sehr unterschiedlich agieren. Manche Lebensmittel oder manche Zusatzstoffe sind in den USA verboten, in Europa erlaubt und wahrscheinlich auch umgekehrt. Und genauso sind irgendwie die Bestimmungen dafür unterschiedlich. Wie viel Magnesium sollte man einnehmen? Wie viel Vitamin B12 sollte man einnehmen? Also da gibt es sehr unterschiedliche oder nicht sehr unterschiedliche, aber teilweise unterschiedliche Aussagen. Und dann, wenn man sagt, hey, ich identifiziere mich mehr mit den europäischen Werten, zumindest was Lebensmittel angeht, ja, ist das, finde ich, eine super Alternative. Und diese Alternative heißt Biogenabon, beziehungsweise die Flasche stellen wir mal weg. Den Namen sieht man hier noch viel besser. Das ist Biogena One, also der Name, den haben sie sich ein bisschen abgeschaut, außer dass hier die 1 ausgeschrieben wurde und bei AG1 ist das halt die 1, beziehungsweise AG1 hieß ja früher auch Athletics Green, hat auch nochmal eine Namensänderung durchgemacht. Generell erstmal die Frage, warum sollte man überhaupt so einen Green Powder Drink nennen? Also diese beiden Arten, das sind halt Green Powders. Also wenn ihr das Pulver euch einschüttet, dann werdet ihr sehen, es ist grün und schmeckt halt ja nach Gemüse teilweise, also nach Obst und Gemüse. Und die Aussage, die die meisten Green Powder Hersteller treffen, ist die, dass sie sagen, sie helfen den Leuten dazu, dass der Körper normal funktioniert, beziehungsweise dass die ganzen Stoffe, die die einen gewissen Wert haben sollten, zum Beispiel Magnesium, Vitamin B12, Vitamin A, Vitamin E, dass die empfohlenen Normalwerte erzielen, wenn man gerade eine Unterversorgung hat. Also wenn man jetzt eine Überversorgung hat, werden die das natürlich nicht optimieren, aber wenn man eine Unterversorgung hat, dass man auf die Normalwerte kommt. Wenn du jetzt schon ein Sportler bist oder eine Person bist, die sehr genau auf ihre Ernährung achtet, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass du keine großen Effekte dabei spürst. Es kann aber trotzdem sein, dass du da einfach den positiven Effekt merkst. Es kann dir auf jeden Fall dabei helfen, wenn du dich schon sehr darum kümmerst, dass deine Werte auch dauerhaft ja gut bleiben, falls du mal in eine Phase gerätst, wo du dann doch nicht mehr so genau drauf achtest. Und alle, die bisher noch gar nicht auf das Thema geachtet haben, sich mit Ernährung noch nicht so viel auseinandergesetzt haben, kann es sein, dass diese Green Powder Drinks dir einfach dabei helfen, dass du langfristig oder mittelfristig auf die empfohlenen Werte kommst und dadurch dein Nährstoffhaushalt sich normalisiert. Ich möchte auch vorab sagen, ich bin kein Arzt. Ich kann hier auch keine gesundheitlichen Empfehlungen geben. Das möchte ich auch nicht. Ich kann hier nur mit allgemeinen Aussagen. Ja, allgemeine Aussagen erstmal generell wiedergeben, beziehungsweise vor allem meine persönlichen Erfahrungen mit diesen beiden Produkten, wie, ja, wie sie auf meinen Körper reagiert haben, wie ich es wahrgenommen habe. Sowohl AG1, jetzt muss ich auch das Richtige bewegen, sowohl AG1 als auch Biogena One werben mit eigentlich sehr ähnlichen Vorteilen, die so ein Drink bietet. Also ich habe mir das hier aufgeschrieben. Biogena One sagt, sie tragen zur mentalen Fitness bei, sie tragen dazu bei, dass man mehr Energie hat, sie tragen dazu bei, dass das Immunsystem besser funktioniert, Wellbeing und Healthy Aging, das sind so die Überbegriffe. Aber jedes Mal steht auch dabei, es trägt dazu bei, dass eine Normalfunktion erreicht wird. Also
Das ist auch immer ganz wichtig. Es sorgt dafür, dass es deinem Körper im besten Fall dann normal geht. Da sichern die sich wahrscheinlich einfach rechtlich ein bisschen ab, damit nicht jeder, der das nimmt, danach denkt, danach ist alles besser, weil vielleicht ist ja schon alles gut und wie soll aus gut noch besser werden? Ich nehme jetzt tatsächlich eigentlich seitdem ich mit AG1 aufgehört habe, LaVita, was vom Grundsatz anders ist als die Green Powders, weil es halt, ja, es ist erstmal kein Puder und es ist nicht grün und es hat andere Inhaltsstoffe, andere Logik steckt so ein bisschen dahinter. Aber im Endeffekt hat LaVita auch dasselbe Ziel, dass man mit einer Zufuhr am Tag, mit einem Getränk am Tag, am Morgen die wichtigsten Nährstoffe abdeckt, sodass der Körper halt normal funktioniert. Und tatsächlich habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, warum ist LaVita, was jetzt auch nicht günstig ist, aber LaVita deutlich günstiger als diese Green Powders. Ich habe jetzt den genauen Preis gerade nicht im Kopf, aber ich glaube, die Green Powders liegen irgendwie bei 3 Euro am Tag, ungefähr 2,70, 3 Euro am Tag, wenn du das zu dir nimmst, was ja schon nicht wenig ist. Also das Biogena One liegt ungefähr bei etwas über 80 Euro, das AG1 bei knapp 90 Euro und LaVita liegt, glaube ich, irgendwo bei 30 Euro, kommt immer darauf an, in welchem Paket man das kauft. Das heißt, du bist bei 1 Euro versus 3 Euro pro Tag. Und wo einfach ein großer Unterschied ist, ist, dass bei den beiden Green Powders hier, ist nicht bei jedem Green Powder, aber bei den beiden, die wir hier haben, Probiotika mit dabei sind, die dazu beitragen sollen, dass es dem Magen, dem Darm besser geht, dass der ja diese ganzen Stoffe enthält, die dafür sorgen, dass wir eine vernünftige Verdauung haben. Und wenn man mal schaut, also Biogena ist generell eine sehr bekannte Marke, die aus Österreich kommt, die jetzt quasi diesen AG1-Konkurrenten auf den Markt gebracht haben, die aber schon sehr lange im Nahrungsergänzungsmittelmarkt unterwegs sind. Und die haben ein Produkt, das heißt Omni-Lactis Gold. Und diese Packung, das ist glaube ich ein 60er-Pack, kostet alleine schon 25 Euro. Das heißt, du bist dann irgendwie schon bei 12 Euro, 15 Euro im Monat, die allein diese Probiotika kosten würden, was zum Teil dazu beiträgt, dass diese Produkte teurer sind. Was man jetzt natürlich bei AG1 noch dazu sagen muss, AG1 hat wahrscheinlich ein extrem hohes Marketingbudget, also mit Leuten wie Peter Attia, wie Andrew Huberman und ganz vielen sehr bekannten Leuten, die dafür Werbung machen. Und das habe ich jetzt bei Biogena One noch nicht gesehen. Das finde ich schon mal gut, weil man dann weiß, okay, die haben jetzt nicht so viel Geld in das Marketing investiert, sondern mehr Geld hoffentlich in das Produkt. Aber ich denke mal, das wird auch nochmal ein Preisunterschied sein, gerade wenn man mal LaVita mit AG1 vergleicht. Fangen wir mit den Gemeinsamkeiten an. Sowohl AG1 als auch Biogena One haben sehr viele Inhaltsstoffe. Also AG1 hat 75 Inhaltsstoffe, Biogena One 99. Und natürlich kann man jetzt nicht aufs Detail jeden einzelnen Nährstoff, jeden einzelnen Inhaltsstoff vergleichen. Teilweise heißen sie sogar anders, aber es ist dasselbe drinne. Man weiß auch immer nicht, in welcher Qualität etwas vorhanden ist. Also zum Beispiel wirbt Biogena One damit, dass sie ein sehr gutes Q10-Enzym drinne haben. Also so ein wirklich intensiver Vergleich, detaillierter Vergleich ist gar nicht so richtig möglich. Also mir ist es zumindest nicht möglich. Aber man kann so sagen, dass ungefähr 30 bis 50% der Inhaltsstoffe gleich bzw. sehr ähnlich sind. Also die Grundzusammensetzung wird sich nicht großartig unterscheiden, weil beide am Ende auch dasselbe Ziel verfolgen. Beide haben ein wissenschaftliches Team, was sich damit auseinandersetzt und die werden wahrscheinlich auch immer zu oder in der Regel zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Wo beide sich auch erstmal prinzipiell ähnlich sind oder gleich sind, ist, dass sie keinen Zucker drin haben. Aber auf das Thema gehen wir gleich nochmal im Speziellen ein, weil sie sich dann am Ende doch nochmal ein bisschen unterscheiden. Und wo sie auch gleich sind, ist, dass sie beide kein Omega-3 enthalten. Das heißt, du müsstest Fischöl oder eine vegane Alternative dir noch zuführen, wenn du sagst, hey, ich möchte meinen Omega-3-Haushalt auch im Griff haben durch Nahrungsergänzungsmittel. Und der Hauptgrund ist hier eigentlich immer, dass Fischöl oder die vegane Alternative einfach einen gewissen Geschmack hat. Also ob du jetzt den Fisch oder die Alge hast, ist es beides sehr,
ja, sehr geschmacksintensiv und das sorgt dann dafür, dass viele einfach das Produkt nicht mehr mögen und dann sagt man sich, okay, bevor die Leute das Produkt einfach nicht trinken und nicht kaufen, verzichten wir da am Ende drauf. Und außerdem ist ja auch Omega-3 immer so ein bisschen ölig, das sieht dann immer ein bisschen komisch aus. Also es hat alles ein paar Nachteile, die aber gar nicht jetzt erstmal das Produkt selbst betreffen, sondern am Ende den Geschmack des Kunden. Was unterscheidet die beiden Produkte? Das ist jetzt natürlich das Spannendste für die Leute, die hier schon AG1 getestet haben oder das alte Video von mir kennen und die jetzt sagen, hey, Fabian, lohnt es sich denn jetzt, Biogener One zu kaufen? Was würde ich sagen, der größte Unterschied ist, oder der größte Vorteil auch an Biogener One ist, dass sie sich auf die Fahne schreiben, möglichst transparent zu sein. Und also was die Inhaltsstoffe angeht. Und das fängt schon damit an, dass man, wenn man das Produkt bestellt und hier diesen wirklich schicken Karton bekommt, den ich wahrscheinlich jetzt nicht behalten hätte, wenn ich nicht wüsste, dass ich noch das Video aufnehmen wollte, der aber wirklich sehr, sehr schick ist, gibt es dazu noch so ein kleines Booklet. Und in diesem Booklet stehen halt die ganzen Inhaltsstoffe genau drin. Also jetzt nicht alle wahrscheinlich, aber alle, die sie da irgendwie reinschreiben dürfen und sollen. Und es ist auch genau aufgezählt, wie viel Gramm oder Milligramm oder Mikrogramm da drin sind. Also zum Beispiel sehe ich hier Vitamin D3 mit 25 Mikrogramm ist es, glaube ich. Und das entspricht der 500-prozentigen Menge, die empfohlen wird. Und was haben wir hier zum Beispiel noch drin? Wir haben hier das Reishi-Pulver. Da sind 50 Milligramm von diesem Vitalpilz enthalten. Es gibt keine empfohlene Menge, die man dafür einnehmen soll. So, und das heißt aber, ich kann genau schauen, wie viel da drin ist und ob das gut für mich ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, da ist ja Selen drin. So, und Selen ist ja auch eine der Stoffe, wo man sagt, hey, wenn man davon viel zu viel nimmt, dann ist das auch nicht gut für den Körper, kann man den Körper vergiften. So, und dann gucke ich hier rein, ah, okay, da sind irgendwie 27,5 Mikrogramm drin, das ist 50% der empfohlenen Tagesmenge. Dann, wenn man dann noch andere Nahrungsergänzungsmittel nimmt oder bestimmt sich ernährt und weiß, da ist viel Selen drin, dann weiß man genau, okay, da muss ich aufpassen, dass ich nicht überdosiere. Und AG1 macht das halt nur für die wichtigsten Stoffe und nur für ein paar Stoffe, weil sie ihre Formel möglichst geheim halten wollen. Und ich hatte damals auch kritisiert, da ging es, glaube ich, um, wie hieß das nochmal, Süßholzwurzel und mein Lieblingswort Ashwagandha, wo ich mich jedes Mal frage, wie man das schreibt. Das sind beide Stoffe, dem man sehr viele positive Sachen zuspricht, aber auch negative Sachen. Und da ist jetzt die Frage, ja, wie viel ist denn da drin? Und dann habe ich auch mal bei denen nachgefragt und so richtig wollten sie damit nicht rausrücken. Und gerade wenn man dann vielleicht sagt, ich nehme noch andere Nahrungsergänzungsmittel, kann es auch sein, dass man da mal schnell überdosiert. Und das finde ich einfach super, wenn einen das wirklich interessiert, wenn man nicht einfach nur sagt, hier, her damit, das wird mir schon helfen, ich schluck das runter, passt schon, sondern wenn man sagt, hey, ich möchte noch ein bisschen tiefer ins Detail gehen, ich möchte meinen Körper genau optimieren, ich möchte verhindern, dass ich überdosiere, dann bietet Biogena One einfach hier eine viel bessere Möglichkeit, das zu überblicken. Und das ist für mich tatsächlich mit der allergrößte Vorteil. Und um da auch nochmal gleich auf die zwei Punkte Ashwagandha und Süßholzwurzel einzugehen. Also ich habe jetzt hier bei Biogena One zum Beispiel nichts gefunden, wo ich sage, das ist kritisch, darauf möchte ich jetzt unbedingt verzichten. Jetzt muss ich auch gestehen, ich kenne jetzt nicht alle 99 Stoffe. Ich habe mir aber viele davon angeguckt, gerade wo ich irgendwie so das Gefühl hatte, was ist denn das? Also ich kann dir ja zum Beispiel nicht sagen, was hier was Cordyceps-Pulver ist. Das ist ein Vitalpilz, 20 Milligramm. Habe ich natürlich erstmal keine Ahnung. Müsste ich googeln, kann ich aber googeln und dann gucken, okay, was löst das aus? Zum Beispiel stand hier drin, dass Taurin drin ist. Und dann dachte ich so, hä, Taurin ist doch in Red Bull drin. Sorgt das jetzt dafür, dass ich mehr Energie habe, dass ich dann aber vielleicht auch wacher bin? Sollte ich dann Biogena One am Abend vielleicht nicht einnehmen, was ich sowieso nicht gemacht habe, aber einfach nur, um dieses Gedankenspiel durchzuspielen. Da habe ich gegoogelt, Taurin in Red Bull, bla bla bla. Aber Taurin hat erstmal eine belebende Wirkung, aber das kann man auch am Abend einnehmen und manche Studien sagen sogar, dass Taurin am Abend hilft einzuschlafen. Und das konnte ich dann googeln, nachvollziehen und dann wusste ich für mich, okay, das passt. Außerdem sind da, ich glaube, jetzt 100 Milligramm waren da drin, nochmal nachgeguckt, okay, geht in Ordnung. So, das ja, gleich der wichtigste Punkt, besonders ausführlich hier erklärt.
Was für mich auch ein großer Unterschied ist und auch ein großer Vorteil an Biogena One ist, dass sie nicht auf Vitamin D3 und Vitamin K2 verzichtet haben. Ich nehme das tatsächlich persönlich jeden Tag ein oder fast jeden Tag ein. Und in AG1 war es nicht enthalten. Und AG1 hat dann in diesem Starterpack immer eine Packung mit dazugegeben, die, glaube ich, ein halbes oder ein ganzes Jahr reicht. Ich muss sagen, die mitgelieferten Tropfen schmecken echt nicht lecker. Also ich nutze eigentlich immer die von Sunday und die sind deutlich angenehmer oder viel, viel angenehmer. Also die haben mir noch nie unangenehm geschmeckt. Und Biogena One hat es gleich in seinem Produkt mit drin. Es sind 1000 Einheiten, das ist jetzt nicht super viel, aber halt auch nicht super wenig, sodass man sagt, irgendwie, das ist jetzt einfach nur irgendwie 100 Einheiten, Hauptsache es steht da drin, sondern das ist schon sinnvoll und gerade die Leute, die jetzt vielleicht nicht einen totalen Mangel haben, sondern einen normalen Wert, für die ist das wahrscheinlich ein super Wert, um den Vitamin-3-Haushalt einfach, wie auch quasi versprochen wird, auf einem Normalwert zu halten. Und das finde ich super cool. Diese Menge ist sogar die 500-fache Menge von der empfohlenen Tagesdosis, aber da könnte man jetzt auch nochmal ein 57-minütiges Video zu halten, zu Vitamin D3-Recherchen. Das macht richtig Spaß. Zu Beginn bin ich kurz darauf eingegangen. Ich möchte das jetzt auch nicht weiter noch in die Länge ziehen. AG1 ist ein amerikanisches Unternehmen. Biogena One ist ein österreichisches Unternehmen, also ein europäisches Unternehmen, was halt dafür sorgt, dass ja, sie eigentlich noch mehr auf diese ganzen europäischen Richtlinien achten. Natürlich, wenn AG1 was einliefert, dann dürfen da nicht Inhaltsstoffe drin sein, die in Deutschland verboten sind. Aber prinzipiell haben wir hier einfach nochmal das, ja, dieses ganze Europakonstrukt im Hintergrund, wo dann Biogena One sich auch gewisse Zertifikate holt und Kontrollen hat, die aus dem europäischen Raum kommen, was vielleicht für den einen oder anderen einfach nochmal von Vorteil ist. Bei AG1 haben wir, wenn wir das bekommen in der normalen Version, so eine große Tüte. Also ja, kleine große Tüte. Aber es ist alles in einer Tüte. So, und dann hat man die erste Option, das in dieser Tüte zu lassen. Dann steckt man das in den Kühlschrank. Oder man bekommt beim ersten Mal so eine schöne Dose mit. Die Dose ist wirklich sehr schön, die benutze ich heute noch für andere Sachen, aber die ist wirklich, wirklich schön. Und dann muss man das einmal umfüllen, dann hat man schon irgendwie zwei Tagesportionen gefühlt verloren, weil irgendwie der ganze Küchentisch einfach grün ist. Und dann steckt man das in den Kühlschrank. Alternativ gibt es von AG1 auch Travel Packs, man bekommt am Anfang auch irgendwie so fünf oder so geschenkt. Aber die sind zu groß. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Ich habe jetzt leider keinen mehr, aber nehmen wir mal hier diese Flasche. So, und diese Packung ist jetzt aber irgendwie so groß. Also sie ist zu groß für den Deckel. So, und da muss man irgendwie versuchen, das da irgendwie so reinzubekommen. Und die Hälfte geht dann hier oben irgendwie daneben und dann ist das auch wieder alles nicht so cool. Also Flasche und Pack, Travel Pack passen einfach nicht zusammen. Und das ist super ärgerlich und zudem kosten die Travel Packs auch noch extra, die sind teurer. Und Biogena One wird geliefert in so einer Packung hier, die man hier so auf und zuschieben kann. Übrigens hier sehe ich gerade auch stehen nochmal alle Inhaltsstoffe drin, falls man sich da morgens nochmal informieren will. Und ihr seht, hier sind jetzt noch zwei Packs drin. Die haben wir hier jetzt noch und ich hole mal eins raus. So, die sehen so aus. Das ist dieses Päckchen und hier hinten steht drin 10 Gramm mit 250 bis 300 Milliliter Wasser mischen. Und jetzt machen wir mal diese Flasche auf, die übrigens auch sehr schick ist. Die aber, also die ist auch wirklich fast identisch zu der AG1-Flasche von der Größe und so. So, und wenn man das jetzt mal schaut hier, zack, ja, fokussiere, danke. So, zack, das passt hier genau rein. So, und was bedeutet das für mich? Ich fülle hier morgens mein Wasser rein und das machen wir jetzt mal zusammen. Ich hab hier sogar noch ein bisschen Wasser, zufällig. Fülle das mal hier um. So ist jetzt ein bisschen, ja, sind 250 Milliliter, ist okay. So, und jetzt mache ich das hier auf. Und jetzt hoffen wir, dass das funktioniert. Das ist noch ein Kritikpunkt für mich, dass, also hier ist so ein, ich kann das so mit so einem, ja, fokussiere. Hier kann man das so aufziehen einfach. Das hat bei mir meistens nicht funktioniert, sodass ich dann am Ende immer eine Schere genommen habe. Also hoffen wir, dass es jetzt funktioniert. So, jetzt geht's auf. So, und ich kann das jetzt einfach, halten wir nochmal vor. So, so. Jetzt passt das einfach hier rein. So, und das ist perfekt.
und nichts geht daneben und ich kann es mir einfach zumachen, hoffen, dass es richtig zu ist, und ich kann mischen und ich habe hier mein Biogener One in grün. Und jetzt kann man sagen, hey, das ist ja aber voll die Umweltverschmutzung, da sind viel mehr Tüten drin. Ja, also Thema Umwelt ist mir persönlich super wichtig, setze ich mich auch privat für auch für ein. Aber ganz ehrlich, guck mal diese Tüte hier, wie viel Müll das ist. Ne? So, und diese AG1-Tüte ist ja jetzt auch nicht klein. Das wird, wenn man das jetzt so zusammenrechnet, sind das vielleicht auch schon 10 von diesen Packs. Und wenn ich mal gucke, wie viel Müll ich so am Tag verbrauche, dann ist dieses Ding hier vom Biogena One für einen ganzen Monat, davon 30 Stück, jetzt halt auch echt nicht das Ding. Biogena One sagt noch dazu, dass sie vermuten, dass einfach diese ganzen Probiotika und so, dadurch, dass sie in der Tüte bleiben, besser halten im Vergleich zu AG1, wo das quasi immer auf und zu gemacht wird. Was für mich tatsächlich noch ein Riesenvorteil ist persönlich, dass ich das nicht in den Kühlschrank stellen muss, sondern ich das einfach daneben legen kann, also jetzt nicht 30 Grad haben, aber dass ich es daneben legen kann, in die Küche irgendwo oder in einen anderen Raum, und dadurch spare ich auch nochmal Platz in meinem Kühlschrank und muss es nicht die ganze Zeit kühlen. Was aber tatsächlich ein Nachteil ist, gerade wenn man jetzt aufs Geld achtet, also ich habe bei AG1 immer, oder was heißt immer, beim ersten Monat habe ich die volle Ration genommen und ab dem zweiten Monat habe ich immer eine halbe Portion genommen, sodass dann die 90 Euro oder die 85 Euro, wie viele es auch immer waren, ich über 2 Monate aufteilen konnte, sodass ich dann bei ungefähr 40 Euro gelandet bin, 40, 45 Euro. Und hier ist es, also natürlich kann ich jetzt hier auch die Hälfte reinmachen, aber das ist natürlich hier ein bisschen schwieriger. Ne? Dann geht auch wieder der eine Vorteil verloren, dass das hier dann auf ist, aber hier kann ich auch schwerer dann die Hälfte von den 5 Gramm irgendwie mir abmessen. Ich muss dann irgendwie schütten, dann irgendwie noch eine kleine Waage dazu nehmen. Ich habe extra so eine Grammwaage, so eine Milligrammwaage, aber das ist nicht so cool. Das ist halt auch der Vorteil davon, dass man es immer mitnimmt, aber man weiß dann, okay, ich habe dann auch wirklich genau diese ungefähr 80 Euro im Monat und das wird nicht weniger. Machen wir nochmal einen kleinen Deep Dive in die Inhaltsstoffe von Biogena One. Ich habe schon am Anfang gesagt, beide haben keinen Zucker, aber natürlich haben sie eine Zuckeralternative. Und AG1 arbeitet mit Stevia, was Vor- und Nachteile hat. Und Biogena One arbeitet mit Splenda bzw. mit Sucralose. Und da gibt es auch viele Studien zu, also es scheint, dass viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sich damit auseinandergesetzt haben, ob man jetzt Zucker, Stevia oder Sucralose bzw. Splenda benutzt. Und es gibt irgendwie eine Studie, die 188 Studienergebnisse verglichen hat. Also die Wissenschaft scheint auf das Thema abzugehen. Und es gibt irgendwie nicht so ganz richtige, also man kann jetzt nicht 100% sagen, das ist besser, das ist besser, das ist besser. Alles hat seine Vor- und Nachteile. In meinem Blogartikel habe ich das nochmal ein bisschen tiefergehend beschrieben. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass generell beide wahrscheinlich nicht so viel von diesen Zusatzstoffen benutzen. Biogena One sagt auch, hey, um diese Tagesmenge zu erreichen, die empfohlene Maximalmenge, müsste man 75 Dragees sich reinknallen. Dann hätte man wahrscheinlich auch eine komplette Überversorgung von allem. Das heißt, jetzt aus Marketing-Sicht gesprochen, aus biogener Marketing-Sicht, es wird jetzt wahrscheinlich nicht so viel passieren mit diesem bisschen Sucralose, was da drin ist. Wer da jetzt super exakt drauf achtet, der setzt sich damit nochmal auseinander und schaut halt, okay, ist jetzt für mich Stevia besser oder Sucralose. Für mich persönlich ist es nicht so wichtig. Dafür esse ich tagsüber und so eh schon genügend Süßigkeiten, wo irgendein Zucker drin ist. Es wird jetzt nicht ich werde jetzt nicht durch Biogena One wahrscheinlich am Ende sterben, weil da so ein bisschen Sucralose drin ist. Was ich ganz lustig finde, in den Werbebotschaften spricht Biogena One immer von Wasabi, dass sie irgendwie die Ersten sind, die Wasabi drin haben, und bei anderen Testvergleichen haben die auch geschrieben, da ist Wasabi drin, und dann hatte ich so, aber warum Wasabi? Also was habe ich jetzt von Wasabi? Und es gibt halt gewisse Studien, die schon andeuten, dass Wasabi positive Vorteile hat, auch irgendwie Anti-Aging-Vorteile, dass man dadurch mehr Energie hat. Aber es ist jetzt auch irgendwie kein signifikantes Ergebnis, was jetzt genau aufzeigt, dass Wasabi irgendwie super gut ist. Aber ich dachte, ich nehme das mal auf, weil sie da so stark mit werben. Ja, ist halt Wasabi drin. Es schmeckt jetzt nicht nach Wasabi. Ist jetzt nicht so, dass du dir irgendwie, als ob du Sushi isst und dann da irgendwie so
ein bisschen Wasabi nimmst. Ich merke auch keine Schärfe oder so. Also ich habe kein Wasabi rausgeschmeckt, ehrlich gesagt. Aber ganz lustig, falls du irgendwie auf der Suche nach Wasabi bist, als Zusatzstoff und jeden Tag ein bisschen Wasabi zu dir nehmen möchtest, mach das gerne. Womit Biogena One auch sehr gerne wirbt, ist deren Q10. Q10 gibt es ja irgendwie in ganz vielen Sachen drin, ist ja zum Beispiel auch in diesen Anti-Aging-Cremes und so teilweise drin. Alles, wo Q10 drin ist, kostet auch irgendwie immer einen Euro mehr, genau wie bei Urea-Creme. Und Biogena One wirbt einfach damit, dass sie Q10 haben, was deutlich eine deutlich höhere Bioverfügbarkeit hat. Das heißt, lass es mich genau sagen, ich glaube Ubiquinol. Ubiquinol, genau. Um das hier zu zitieren, Ubiquinol ist die reduzierte, nicht oxidierte Form des Coenzym Q10. Im Vergleich mit herkömmlichen Q10 zeigt Ubiquinol eine 3 bis 8 Mal höhere Bioverfügbarkeit auf. Das heißt, es ist ein sehr gutes und in dem dadurch auch ein bisschen teureres Q10. Es gibt ein vergleichbares Produkt, was noch mehr Q10 enthält. Also hier in einer Packung sind 30 Milligramm Q10 drin und es gibt von Sunday Naturals ein Produkt, da sind 100 Milligramm drin und das kostet, lass mich nochmal nachschauen, 30 € für 60 Kapseln. Also 15 € würde quasi für jeden Tag, für einen Monat, aber da ist natürlich auch die dreifache Menge drin. Und das ist halt ja das beste Q10, was es auf dem Markt gibt, was man haben kann. Jetzt muss man aber auch wieder sagen, wenn man sich mal die Seite bei Sunday anschaut und die Seite bei Biogena und sich das dazu durchliest, es ist immer, also gerade ich finde das zum Beispiel bei Sunday Naturals ganz interessant, du kannst immer genau lesen, wo sie sich sicher sind und wo sie sich nicht sicher sind. Nach dem Motto, unser interner Rechtsanwalt hat gesagt, das dürfen wir schreiben, das dürfen wir nicht schreiben. Und es gibt einige Zusatzstoffe, ich glaube auch bei Magnesium, da steht super viel dazu, welche Vorteile Magnesium hat, was nachgewiesen wurde, was nicht nachgewiesen wurde. Auch bei Vitamin D3 schreiben sie super viel dazu. Und dann gibt es Stoffe wie Q10, wo einfach nur steht, das ist super toll, wir haben das in der höchsten Verfügbarkeit, das wurde eingeliefert und mit Einhörner-Pups ergänzt. Und dann weißt du mal, okay, oder meinem Gefühl nach weiß ich dann immer, okay, da gibt es noch nicht genügend valide Daten dazu, die das beschreiben, oder die das nicht beschreiben, die das bestätigen, was sie gerne ausdrücken wollen, welchen Vorteil sie damit eigentlich verkaufen wollen. Und ich glaube, mit Q10 kann man es jetzt falsch machen. Man spricht Q10 viele positive Eigenschaften zu. Jetzt wird es wahrscheinlich keine negativen Eigenschaften haben, aber es ist auch noch nicht nachgewiesen. Aber wenn man von Q10 überzeugt ist, hat man hier auch noch ein sehr hochwertiges Q10 Ubiquinol. Der Körper nimmt verschiedene Vitamine ja auf. Und die meisten Vitamine und Nährstoffe, die man aufnimmt, sind wasserlöslich. Was heißt, was zu viel ist, wird in der Regel über den Urin, den Schweiß etc., meistens über den Urin ausgeschieden. Darum sagt man auch manchmal, ja, dieses Nahrungsergänzungsmittel, es macht einfach nur dein Urin teurer, weil wenn man zu viel davon nimmt, wird es eh ausgeschieden. Es gibt aber auch Zusatzstoffe bzw. Vitamine, die fettlöslich sind, die sich quasi in deinem Fett anhäufen und die Depots auffüllen. Und wenn man davon zu viel nimmt, ja, dafür sorgen, dass du eine Überdosierung hast. Und das geht halt, also das geht prinzipiell auch meines Erachtens nach bei wasserlöslichen Sachen. Also wenn du dir jeden Tag ultra viel Magnesium reinballerst, ich glaube, die empfohlene Maximalmenge, also wo man dann sagt, jetzt reicht es aber auch, sind irgendwie 2500 Milligramm am Tag. Und irgendwie die empfohlene Menge liegt, glaube ich, irgendwie bei 400 bis 500 Milligramm. Auch da kann man sich quasi toxisch vergiften, aus nicht medizinischer Sicht gesagt. Aber bei diesen Fettlöslichen geht das halt viel schneller, weil sie halt in deinem Körper bleiben. Und das sind diese Vitamine A, E, D und ja, A, D, E und K, genau. A, D, E und K. Das heißt, Vitamin D3 und K2, das, was man zusammen aufnimmt, das zum Beispiel, da muss man aufpassen, weil das irgendwann überdosiert werden kann und halt nur fettlöslich ist. Und da hat Biogena One gesagt, hey, hier passen wir ein bisschen auf, da bleiben wir unter der empfohlenen Tagesration oder gehen nur leicht drüber. Und
Bei AG1 zum Beispiel, die haben gar kein Vitamin D3 und K2, das können sie auch nicht überdosieren, aber sie haben Vitamin A und E. Und hier ist es zum Beispiel so, dass AG1 hier ein bisschen risikoreicher vorgeht und die Menge höher setzt. Und Biogena One sagt, ja, wir setzen sie hier lieber ein bisschen tiefer, gehen auf Nummer sicher, damit es hier nicht zu einer dauerhaften Überdosierung kommt. So, da kann jetzt jeder für sich dann sich die genauen Werte anschauen. Bei den Werten steht es auch tatsächlich dabei. Und dann kann man für sich entscheiden, was einem lieber ist. Generell habe ich in meinem Blogartikel auch nochmal so ein paar einzelne Stoffe, die für mich interessant waren, aufgegriffen und nochmal genauer runtergeschrieben. Also wenn du da nochmal ein bisschen ins Detail gehen willst über die Inhaltsstoffe, dann schau gerne nochmal auf meinem Blog vorbei. Das wird jetzt, glaube ich, das Video einfach noch ein bisschen sprengen. Das wird eh schon lang genug. So, kommen wir zum Ende. Wie gesagt, ich habe AG1 habe ich jetzt 3 Monate getestet, Biogena One 1 Monat, um hier auch wieder transparent zu sein und das nochmal am Ende zu sagen. Ich bin, als ich das entdeckt habe, direkt in Kontakt mit Biogena One getreten, habe danach gefragt, ob ich das testen kann, ob sie mir das zuschicken wollen. Und was ich besonders cool fand, war, dass der Geschäftsführer von dem Biogena One mich angeschrieben hat und gesagt hat, hey Fabian, lass uns doch mal eine halbe Stunde zusammensetzen, dann kann ich dir noch ein bisschen was zum Produkt erzählen. Und hat mir auch so ein bisschen die Geschichte erzählt, wie er dazu gekommen ist, warum er das macht. Und das fand ich richtig cool, dass er sich da auch die Zeit genommen hat. Da merkt man auch noch, dass das Unternehmen, beziehungsweise das neue Produkt Biogena, ist ja ein sehr etabliertes Unternehmen, aber dass Biogena One noch neu ist und hier natürlich auch sich die Zeit nimmt. Ich werde wahrscheinlich eine der ersten Videos im Internet dazu haben. Und einfach sich mit den Leuten, die darüber berichten, noch auseinandersetzt und da in den Kontakt tritt. Ne? Und auch hier einfach zur Transparenz, dass ihr das genau wisst. Ich möchte aber auch sagen, also natürlich habe ich zuerst mit ihm gesprochen und dann habe ich das Produkt einen Monat getestet. Dann habe ich den Artikel dazu geschrieben. Ich habe auch noch von Biogena dann ein paar Informationen erhalten. Die habe ich mir aber erst angeschaut, nachdem ich den Artikel einmal fertig hatte und habe dann noch an gewissen Stellen ergänzt, wo ich der Meinung war, okay, hier ist noch eine zusätzliche Information. Zum Beispiel haben sie noch ein paar Informationen zur Sucralose geliefert, weil denen das anscheinend sehr wichtig ist, weil sie wissen, dass es ein Thema ist, was sehr gerne hinterfragt wird, gerade in dieser Biohacking-Longevity-Szene. Aber trotzdem bin ich wirklich da hier auch Fingers crossed und so, ne? Ich bin wirklich überzeugter von Biogena One als von AG1. Ich muss sagen, ich finde den Geschmack von AG1 ein bisschen besser. Der hat mir ein bisschen, ja, fand ich ein bisschen angenehmer. Dafür stinkt diese Flasche wie Hulle, weil da so viel Spirulina drin ist. Und bei Biogena One ist mehr von diesem, das steht ja genau hier drin. Wo stand es denn jetzt? Kurzer Cut. So, Cut aufgehoben, aber ich stehe jetzt auf der anderen Seite. Den größten Anteil hat hier Apfelfruchtpulver, natürliche Aromen und Kaliumcitrat. Und dieses Apfelfruchtpulver, das schmeckt man halt auch sehr stark und generell hat das so einen Apfel-Kiwi-Geschmack. Und dadurch stinkt aber die Flasche weniger, was wirklich sehr angenehm ist, weil die wirklich, da kannst du machen, was du willst. Die kannst du eigentlich, also ich glaube, wenn ich die jetzt auch wieder aufmache, die wird einfach noch stinken. Und hier ist es nicht der Fall, was super cool ist. Und was mich einfach am meisten überzeugt, ist die Transparenz, die ich bei AG1 in der Form nicht hatte, die mir auch auf Nachfrage nicht die Transparenz gegeben haben, die ich mir gewünscht habe. Und aus diesem Grund sage ich, hey, Biogena One aus Europa liefert die Transparenz. Vom Geschmack könnte es noch ein bisschen besser werden, sind ja aber auch erst in Version 1. AG1 schon über 10 Jahre, glaube ich, am Markt. Biogena One jetzt, weiß ich nicht wie lange, ein halbes Jahr vielleicht oder so. Die haben auch gesagt, sie bringen dieses Jahr noch eine zweite Version raus. Und da sage ich dann ganz klar, okay, ich gehe jetzt erstmal mit Biogena One. Ich habe es jetzt noch nicht direkt nachbestellt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es nochmal mir bestellen werde. Und dann denke ich mal auch regelmäßig bestellen werde. Ob ich dann das jeden Tag nehme oder jeden zweiten oder so, das muss ich noch entscheiden. Aber wenn ihr euch entscheidet, meine persönliche Meinung, ihr könnt ja auch beide im Monat ausprobieren, ist, ich bin aktuell eher überzeugt von Biogena One als von AG1, aber wie immer, alles verändert sich. Vielleicht reagiert AG1 auf die Transparenz von Biogena One. Wir wissen nicht, wo es hingeht. Aktuell, Stand Anfang 2024, bin ich ein größerer Fan von dem Biogena One. Noch ein Punkt.
Es gibt unten einen kleinen Affiliate-Link und wenn ihr den klickt und darüber bestellt, also das ist ein Code dabei, Luftpumper5, dann kriegt ihr dauerhaft nicht nur auf die erste Bestellung 5% Rabatt, dann landet ihr exakt bei 81,70 € im Monat für Biogena One und ich kriege dafür eine Provision. Aber für euch wird es halt nicht teurer, sondern am Ende eher günstiger, weil ihr halt bei ungefähr 82 € landet, anstatt bei 86 € und dann bekommt ihr einmal im Monat Biogena One zugesendet.